Ihr wollt nach Jamaika und im Urlaub die Insel erkunden. Mietwagen ist nicht euer Ding und mit eurem Englisch ist es auch nicht so weit her. Dazu sprechen Jamaikaner ja noch diesen seltsamen Dialekt Patois. Außerdem hört man ja immer wieder, wie die einen über den Tisch ziehen. Ihr wollt aber auch was verstehen und vertraut daher deutschsprachigen Touranbietern, die zocken einen wenigstens nicht ab und alles ist sicher? Ha, denkt ihr. Wie es wirklich darum steht, das erzähle ich euch in diesem Video. Hallo und willkommen zu Zeig mir Jamaika. Mein Name ist Ricarda und gleich vornweg an alle Hater, die diesem Video jetzt wieder den Daumen nach unten geben, macht. Das bestätigt nur, dass ich recht habe. Ich werde natürlich nicht eure Namen nennen, denn was macht man mit Verrettern auf Jamaika? Genau. Ich möchte euch, lieben Jamaika-Interessenten, in diesem Video nur die Augen öffnen und Dinge erklären, die ihr vielleicht bisher nicht wusstet. Und dann sagt, hätte ich das mal gewusst. Denn Unwissenheit schützt bekanntlich nicht vor Strafe. Denn wenn ihr hier auf die Insel kommt, sollt ihr möglichst viel mitnehmen an schönen Erinnerungen und Erlebnissen. Aber auch möglichst etwas dalassen, das dem Land zugutekommt. Denn Jamaika lebt vom Tourismus. Im letzten Video habe ich euch schon die fünf offiziellen Möglichkeiten genannt, wie ihr euch hier auf der Insel fortbewegen könnt. Wenn ihr das verpasst habt, schaut nach diesem Video gleich nochmal zurück. Ihr wisst also nun, wenn ihr fahren lasst, dann solltet ihr das in einem Fahrzeug mit rotem Kennzeichen tun. Roadtaxis findet ihr entweder im Buspark einer jeden Stadt oder auf dem Dorfplatz. Im Buspark werdet ihr ganz sicher angesprochen, gefragt, wohin ihr wollt, oder sie rufen einfach ihre Route auf. Ihr könnt aber auch an der Straße stehen, nur solltet ihr dazu die richtige Richtung wählen. Wenn ihr ein Taxi kommen seht, winkt ihr einfach oder streckt den Arm aus. Ob wir das Taxi auch von selber anhuben, das ist die Frage, ob ihr mit wollt oder per Lichthupe. Wenn Platz ist, steigt ihr ein. Wenn kein Platz ist, wird Platz gemacht. Notfalls erbarmt sich einer für euch und geht in den Kofferraum. Gastfreundschaft steht an erster Stelle. Manchmal strecken die Taxifahrer auch den Zeigefinger aus in diese Richtung, in die sie fahren, also nach Westen oder nach Süden zum Beispiel. Das heißt in Montego Bay, Nickerill oder Saf, Savannah Lama. Natürlich könnt ihr es nicht wissen, in welcher Himmelsrichtung was liegt, aber im Zweifelsfall hält er immer an und fragt. Wenn er nicht in eure Richtung fährt, sagt er sorry und fährt weiter. Ihr erkennt sie also, wie schon im ersten Video erwähnt, am roten Kennzeichen, bei PKWs am schwarz-weiß karierten Streifen an der Seite, die Route steht am Fahrzeug dran, auch bei Minibussen, da meistens an der Motorhaube oder an der Heckklappe, ebenso bei den größeren Coasterbussen. PKWs haben dazu irgendwo am Auto ein gelbes Taxischild, sie müssen einen Aufkleber vom Verkehrsamt haben, der Transport Authority, irgendwo an der Scheibe sowie für die Kfz-Steuer. Der Fahrer muss einen Badge, also einen Fahrerausweis haben, sowie eine Uniform tragen. Die meisten tragen, wenn überhaupt, dann aber nur das Oberteil. PKWs fahren kurze Strecken, verbinden also kleinere Orte oder Stadtgebiete in Großstädten. Minibusse fahren weitere Strecken, zum Beispiel Montego Bay nach Ocho Rios. Und Coasterbusse fahren dann lange Strecken, zum Beispiel Montego Bay nach Kingston. Aber bedenkt, in einem Roadtaxi seid ihr nicht versichert. Ihr seid nur offiziell unterwegs. Das heißt, eure eigene Versicherung würde greifen, wenn was passiert. Denn die Fahrweise ist ausnahmslos riskant. Über den Nazareth Express habe ich schon gesprochen, der so ähnlich wie der Fernbus ist. Ich verlinke euch dazu unten noch die Webseite mit Fahrplan und Fahrkosten. Und für Touren übers Hotel fragt ihr bitte eure zuständige Reisetante oder den Reiseonkel von TUI oder der Tour. Und was sollte man also jetzt bei individuellen Privattouren beachten? Wie auch die vorher genannten müssen private Tourunternehmen und Tourenanbieter ebenfalls das rote Kennzeichen haben, also vom Verkehrsamt die Lizenz für Personentransport. Man kann entweder eine von drei Fahrervereinigungen angehören. Diese heißen JUTA, MAXI oder CECAL, also Chartertaxis. Diese Schriftzüge zusammen mit der Region, von der aus sie operieren, und die Fahrernummer müssen am Auto zu lesen sein. Also MC für Montego Bay Chapter, OC für Ocho Rios Chapter, FC für Falmouth,
NC für Negril oder KC für Kingston. Vertragstaxis, die also einen Vertrag mit einem Hotel haben und die Hotelgäste fahren dürfen oder die über die Fahrervereinigung Aufträge zugewiesen bekommen oder die, die am Kreuzfahrthafen oder auch am Flughafen stehen und dort Touren oder Transfers anbieten. Oder man kann als Independent Operator operieren. Wir haben letztere Möglichkeit gewählt, da zu der Zeit alle Vereinigungen voll waren. Das war halt ein bisschen komplizierter, weil wir alles selber beantragen mussten. Aber illegale Touren wären für uns nie in Frage gekommen. Drei Aufkleber müssen außerdem an der Scheibe zu sehen sein. Die Kfz-Steuer, die JTB-Lizenz vom Tourismusamt und die Verkehrsamtslizenz von der Transport Authority. Diese müssen auch aktuell sein, wie sieht das am Ablaufdatum, dem Expiry Date. Erste-Hilfekasten, Feuerlöscher, die bei dir natürlich auch Ablaufdaten haben und gewartet werden müssen. Das geht also richtig ins Geld. Die Lizenzen einmal im Jahr erneuern, TÜV müssen wir alle halben Jahre machen, Badge alle 2 Jahre, Führerschein müssen wir alle 5 Jahre erneuern und das Geschäftszertifikat alle 3 Jahre. Und während es quasi egal ist, in welchem Zustand sich ein Hottaxi befindet, sollte ein Fahrzeug, was im Tourismus eingesetzt wird, immer in sehr gutem Zustand sein und ein gewisses Alter nicht überschreiten. Dazu, um sich ein schickeres, neueres Auto leisten zu können, nehmen sehr viele Fahrer einen Autokredit auf. Man denkt, boah, der hat Kohle. Privatton scheint ein Spitzengeschäft zu sein, wenn er sich so eine geile Karre leisten kann. Aber es ist nicht seine Karre. Die Karre gehört der Bank und wird über Jahre abbezahlt auf Raten. Und wenn man abbezahlt hat, dann ist es Zeit für ein neues Auto. Und das war und ist ein großes Problem, gerade jetzt während der Pandemie, wenn hier weniger Touristen sind oder als die Grenzen zu waren. Die Fahrer müssen trotzdem ihre Raten abbezahlen. Ich kenne einige, die ihre Autos im Busch versteckt haben, aus Angst vor der Bank. Und wer die Chance hatte, ging nach Amerika zum Arbeiten, um die Raten bezahlen zu können. Und wenn nicht, war es die längste Zeit dein Fahrzeug. Neuanmeldungen brauchen seit 2019 ein elektronisches Tracking-Gerät, welches natürlich auch nicht umsonst ist. Und dann gibt es da die, die denken, das alles trifft nicht auf sie zu. Die denken, sie müssen sich an keine Regeln halten und bieten illegale Touren mit ihrem Privatauto an. Und diese Menschen sind zu eurer Verwunderung keine Jamaikaner. Die versuchen es auch hier und da, aber haben es viel schwerer, damit Erfolg zu haben, als die weißen Ausländer, die hier auf der Insel leben. Ja, es sind tatsächlich hauptsächlich die Weißen, hauptsächlich Deutsche, aber eigentlich alle Nationalitäten, die sich hier ihre Hautfarbe zunutze machen. Wenn euch jetzt schon die Kinder darunter fällt, dann hört weiter zu. Und jetzt folgt die Werbung. Ihr denkt, wenn sie deutsch sind und ihre Dienste im Internet bewerben, muss man ihnen ja mehr vertrauen können als Jamaikanern, die deutsche Korrektheit und so weiter. Und genau da liegt ihr falsch. Im eigenen Land wird sich an alle Regeln und Gesetze gehalten. Das sind auch die Kontrollen strenger. Da würde keiner von denen auf die Idee kommen, Steuern zu hinterziehen oder illegale Geschäfte zu machen. Und schon auf dem Flug nach Jamaika wurde aller Anstand, Respekt, Würde und Legalitäten über Bord geworfen. Die Jamaikaner machen das ja auch so. Und ich bin ja jetzt einer von ihnen. Ich bin jetzt ein Jamaican. Über sowas lacht ein Jamaikaner. Selbst wenn du 40 Jahre hier bist, bist du keiner von ihnen. Wir sind toleriert und akzeptiert und je nachdem, wie wir uns verhalten, werden wir geschätzt und respektiert. Aber wir werden keiner von ihnen. Wir bleiben immer Gast in ihrem Land. Das ist einfach so. So Sprüche wie, oh, it's so nice that you like our country. Und diese Leute nutzen eure Gutgläubigkeit aus und euer Unwissen und ganz schlimm euer Vertrauen. Ihr vertraut ihnen, dass ihr legal mit ihnen unterwegs seid, was ihr aber nicht seid. Wisst ihr, es heißt immer bei allen Jamaica, Land we love. Und ich liebe dieses Land, deswegen bin ich hier. Aber eigentlich zeigen sie dem Land den Stinkefinger und treten ihm in den Arsch. One love, unity, respect. Respekt vor allem. Sie haben keinen Respekt vor dem Land, keinen Respekt vor den Leuten hier, denen, die das gleiche Geschäft mühevoll legal betreiben, so wie uns zum Beispiel, und keinen Respekt vor euch.
Und solche Menschen haben auch kein Gewissen, eher noch ein gutes als ein schlechtes. Alle regen sich auf, dass die Straßen so schlecht sind und die Krankenhäuser auf erbärmlichem Niveau. Aber woher soll das Geld kommen, um das alles instand zu halten oder zu renovieren, wenn keiner Steuern zahlt? Wenn jeder sein illegales Geschäft weiterhin macht und nichts an den Staat abgibt, und damit meine ich natürlich nicht nur alle diese illegalen deutschen Tourfahrer und Fahrerinnen, auch nicht nur die Ausländer, aber all das Geld, was ihr denen gebt für eure Touren, geht in deren eigene Taschen. Sie tragen also in keinster Weise dazu bei, dass hier in diesem Land irgendwas besser wird. Außer natürlich der eigene Kontostand. Sie glänzen mit Doppelmoral. Wenn das von euch so gewollt ist, schön. Ihr habt die Chance, euch zu entscheiden, wie ihr hier auf der Insel unterwegs seid. Ob ihr lieber Jamaika unterstützt oder ob ihr die unterstützt, die sich hier ein leichtes Leben auf Kosten Jamaikas und euch machen. Jetzt könnt ihr sagen, ja, aber wie weiß ich denn vorher, ob der Anbieter im Internet legal oder illegal ist? Da wird mir ja nicht sagen, ich mache krumme Geschäfte. Darf er denn überhaupt Dienstleistungen öffentlich anbieten? Der jamaikanische Staat hat keine Möglichkeit, Facebook und das gesamte World Wide Web zu kontrollieren. Schon gar nicht, wenn es auf Deutsch ist. Also die deutschsprachigen Anbieter, die legal sind, kann man an einer Hand abzählen. Für die illegalen reichen beide Hände nicht mehr aus. Man kann sich vorher informieren, man kann nach Lizenzen fragen und spätestens bevor ihr ins Fahrzeug einsteigt, fällt euch an der Farbe des Kennzeichens auf, ob das alles richtig ist. Ist es weiß, würde ich nicht einsteigen. Ist es rot, seid ihr auf der sicheren Seite. Schaut dazu gerne nochmal ins letzte Video, wo ich die Kennzeichenfarben erkläre. Solche Menschen tragen dazu bei, dass die teilweise schlechte Meinung, die Jamaikaner über Weiße hier im Land haben, immer noch gestärkt wird, dass die Sklaverei auch nicht beendet werden kann. Denn wenn Jamaikaner sehen, dass sich Weiße hier auf Jamaika alles erlauben können, das tun, was ein Jamaikaner im eigenen Land nicht darf, wofür Jamaikaner bestraft werden, dann schürt das einfach den Missmut und die Wut gegen Weiße noch mehr an, gegen die Sklaventreiber, aber auch gegen die eigene Regierung, die sowas zulässt, die auf dem weißen Auge blind ist. Die Kluft zwischen Schwarz und Weiß wird so immer tiefer. Und es tut mir in der Seele weh, das mit ansehen zu müssen, dass Weiße hier in einem schwarz-dominierten Land mehr Rechte haben und das schamlos ausnutzen. Das ist menschenverachtend. Und ich frage mich, was wollt ihr hier? Was hält euch hier, wenn ihr das Land und die Menschen eh nur mit Füßen tretet? Die ganzen Weißen, die hier seit langem schon Touristen in ihrem Privatauto mit weißem Kennzeichen rumfahren, sind der Polizei und dem Verkehrsamt bekannt. Und man tut einfach nichts. Immer wieder der Spruch, das sind meine Freunde hier im Auto, meine Familie. Und wenn dann die Gäste auch noch zustimmen, ja, das stimmt, dann kann man nichts dagegen tun. Oft sagen diese Leute euch dann auch, sollten wir angehalten werden, sagt einfach, wir sind Freunde. So kann man ihnen nichts anhaben und genau das nutzen sie aus, ihre Hautfarbe, von der sie damit den Vorteil haben gegenüber schwarzen Jamaikanern, wo man sofort schützig werden würde. Aber drei Weiße in einem Auto, das ist nicht so suspekt. Dann wird auch ab und zu mal noch ein bisschen Geld fließen. Klar kann man als Jamaikaner Polizisten auch bestechen und sich über Kontakte rauswinden. Es kommt dann immer darauf an, an welchen Polizisten man gerät. Es geht auch nicht nur darum, dass ihr die Illegalen unterstützt und das Land nichts von eurem Geld hat. Es geht auch darum, dass ihr nicht sicher seid und nicht versichert seid. Wenn ihr jetzt einen Unfall habt in einem Auto, in dem ihr nicht versichert seid, was also kein offizielles Transportfahrzeug ist, keine Lizenzen hat, und eure Versicherung findet das raus, dass ihr in einem illegalen, nicht für den Personentransport zugelassenen Fahrzeug unterwegs wart, dann könnte es sein, dass die vielleicht nicht zahlen, wenn es hart auf hart kommt. Und dann ist das Geschrei groß. Dann kommt ihr ins öffentliche Krankenhaus, weil ja für das Private keiner zahlt. Und diese Zustände des öffentlichen Krankenhauses habt ihr dann solchen Leuten zu verdanken, die keine Steuern zahlen oder sonstige Abgaben leisten. Dann seid ihr auf einmal keine Freunde mehr. Solange nichts passiert, ist alles gut. Es kommt auch darauf an, was ihr unter einem Freund versteht. Also ich verstehe unter Freunden, dass man sich schon jahrelang kennt, sich vertraut und sich nicht gegenseitig übers Ohr haut. Außerdem würde ein Freund nie Geld von euch verlangen, wenn ihr ihn besucht. Jedenfalls keinen hohen Tourpreis. Denn die Preise sind deswegen natürlich nicht niedriger als die normalen Tourpreise von lizenzierten Tourunternehmen. Nein, es sind die gleichen oder höher, weil diese Leute den Hals nicht voll genug kriegen können. Aber eben ohne Abgaben an den Staat. Einem Freund gibt man Benzingeld, ja. Und überlegt mal, ob ihr nur Benzingeld zahlt.
Ihr seid Kunden und nicht mehr und nicht weniger, Geschäftspartner. Ihr bezahlt für eine Dienstleistung, ob legal oder illegal. Aber ihr seid definitiv keine Freunde. Ihr werdet nur zu den eigenen Gunsten als solche bezeichnet. Ihr lügt, wenn ihr der Polizei sagt, ja, wir sind Freunde, und werdet noch zum Lügen angestiftet. Aber für was ihr Geld ausgibt, ist eine entgeltliche Dienstleistung und kein Freundschaftsdienst. Wundert ihr euch nicht, wenn ihr sagen sollt, dass ihr Freunde oder Familie seid? Dann muss ja irgendwo was faul sein, oder nicht? Jedem steht es frei zu tun und zu lassen, was er will. Die Tourenanbieter haben die Chance, legal zu sein, aber sie bevorzugen es, illegal zu sein. Ihr habt die Chance, legale oder illegale Anbieter zu wählen. Jeder muss sich mit seiner eigenen Entscheidung wohlfühlen. Wenn euch diese Leute am Herzen liegen, weil sie ja als Weise hier in einem dritten Weltland so zu kämpfen haben, dann unterstützt sie. Und wenn diese schwarzen Schafe sich toll fühlen, den Staat und die Menschen hier zu verarschen, dann sollen sie das tun. Freunde machen sie sich damit jedenfalls nicht. Wenn ich mir das legale Leben hier nicht leisten kann, dann bin ich hier einfach falsch. Wer es hier nach 30 oder 40 Jahren nicht auf die Reihe kriegt, legal zu überleben, der soll überlegen, woran das liegt. Sicher nicht am bösen Staat, der einen ausnimmt und mit hohen Steuern und Lizenzen ärgert. Diese Leute haben die Chance, zurück ins Heimatland zu gehen und vom sozialen Netz aufgefangen zu werden. Welchen Spruch habe ich kürzlich gelesen? Leben und leben lassen. So spricht jemand, der keinerlei Einblick in Land und Leute hat. Jamaikaner haben keine Chance auf ein Sozialsystem. Die müssen hier irgendwie überleben. Die haben keinen Reisepass und können so einfach in ein Land, wo das Leben billiger ist. Das hat nichts mit Kosten zu tun. In jedem Land muss man Steuern zahlen. In Deutschland mussten sie ja auch Steuern zahlen. Und jetzt kommen sie nach Jamaika und denken, sie können machen, was sie wollen. Nur weil es hier vielleicht nicht so die Kontrollen gibt wie in Deutschland. Wie kann man denn davon ausgehen, dass die Gesetze und Regeln für mich als Ausländer nicht zählen, nur weil ich weiß bin? Das geht mir einfach nicht in den Kopf. Wie kann man sich in einem fremden Land diese Sonderstellung rausnehmen? Was für ein Charakter muss man denn dafür haben? Ja, klar vermutet man nicht, wenn man an Jamaika denkt, dass die Bürokratie um einiges schärfer ist als in Deutschland. Dass man 100 Lizenzen braucht, wo es eigentlich auch zwei tun würden. Im letzten Video habe ich euch schon erzählt, woran ihr erkennt, dass euer Fahrer eine weiße Weste hat. Verkehrsamtslizenz, Tourismusamtslizenz, alle halben Jahre TÜV, Haftpflichtversicherung, Driver's Badge, Covid-Lizenz, PPW auf dem Führerschein, Steuern und so weiter. Das fällt bei den schwarzen Schafen alles weg. Und das ist eine ganze Menge und eine kostspielige Sache, keine Frage. Aber sich einfach rauszunehmen, ich brauche das alles nicht. Selber schuld, wenn du das machst. Ja, und jetzt könnt ihr sagen, ja, der Staat macht es ja vor. Die Regierung ist doch genauso korrupt. Diese Gelder, die wir an Steuern und Lizenzen zahlen, kommen ja eh nicht zum Land zurück und dahin, wo es gebraucht wird. Ja, kann sein. Aber wo kommen wir denn hin, wenn jeder so denkt? Als gutes Vorbild vorangehen, nur so kann sich was verändern. Wenn die Regierung ihre Kontrollen verschärfen würde und ihre Korruption verringern würde, dann könnte man schon sehr viel erreichen. Wenn ihr nicht das erste Mal hier seid und tatsächlich schon Freundschaften geknüpft habt, ist es natürlich klar, dass ihr mit denen rumfahrt. Aber dennoch sollten die euch als Freunde dann keinen offiziellen Tourpreis abverlangen, sondern eben einen Freundschaftspreis. Auch der Gastgeber eurer Unterkunft darf euch nicht mit seinem Privatauto rumfahren. Ihr seid zwar Hotel- oder Gästehausgäste, aber wenn sein Fahrzeug nicht für den Personentransport zugelassen ist, also kein rotes Kennzeichen hat, darf er euch weder vom Flughafen abholen, noch mit euch auf Tour gehen. Er muss dazu einen lizenzierten Fahrer engagieren, aber teilen? Nee, alles meine. Auch kostenlos darf hier jeder alles anbieten, aber wer macht schon was kostenlos? Auch Tourguides, die nicht selber fahren, brauchen eine Tourguide-Zertifizierung, wenn sie diese Dienstleistung anbieten. Ansonsten kannst du jeder Tourguide nennen. Der Tourismus ist nun mal der Herzschlag der Wirtschaft und da legt die Regierung Wert auf hohe Qualität. Klar kann man auch ein guter Guide sein ohne Zertifikat, das steht außer Frage. Aber es sollte halt reguliert sein und das haben viele karibische Länder viel besser drauf als Jamaika. Wer also Tourguide ist, kann sich mit einem JTB-lizenzierten Fahrer zusammentun, das ist kein Problem. Hauptsache, die erwähnten Dinge, also die drei Aufkleber, die Fahrervereinigung, stehen am Auto und der Fahrer hat einen JTB-Ausweis. Nur haben die Fahrer ihre festen Standardpreise, mit denen die besagten schwarzen Schafe im weißen Pelz ungern konform gehen. Wie kann der Fahrer mehr verdienen als ich? Nehme ich doch lieber mein eigenes Privatauto und stecke die ganze Kohle selber ein. Support the locals, nicht mit mir, denkt sich das schwarze Schaf. Ich wollte euch nur aufklären, dass es dem Land nichts bringt, wenn ihr diese schwarzen Schafe auf der Straße unterstützt. Im Gegenteil. Sie nutzen Jamaika schamlos aus und beschmutzen unseren Ruf als Weiße.
Ich kam hier ins Land und habe von vornherein gesagt, ich möchte mit den Jamaikanern leben, mit einem respektvollen Umgang miteinander. Ich möchte nichts Besseres sein, keine Vorteile durch meine Hautfarbe haben. Ich möchte mich in das Land integrieren und das heißt auch die Regeln und Gesetze akzeptieren. Was für die gilt, gilt auch für mich in gleicher Weise. Natürlich ist es schwer und ein Rückschritt, aus einem entwickelten westlichen, sogenannten Erste Weltland zu kommen und sich hier an den Stand eines unterentwickelten Dritte Weltlands bzw. Entwicklungslandes anzupassen. Ich fühle mich manchmal wie im 19. Jahrhundert, aber es ist halt meine Wahl gewesen. Jeder hat die Wahl. Und deswegen war es für mich undenkbar, hier den illegalen Weg einzuschlagen und meine Herkunft und mein Aussehen auszunutzen. Das hat sicher auch was mit Erziehung zu tun, wie man aufwächst. Ich kann abends mit gutem Gewissen ins Bett gehen. Okay, solche Menschen haben kein Gewissen, die können trotzdem gut schlafen. Auch wenn sie hier jeden Tag das Land und die Menschen betrügen und ausnutzen und disrespektieren. Ich bin sehr stolz, den legalen Weg gewählt zu haben und mir all das hart erarbeitet zu haben, denn leicht ist es definitiv nicht. Dass ich mich nicht in diese Riege einreihen muss, dieser Betrüger und Scheinheiligen. Auch wenn es der schwerere Weg ist, den leichten kann leer gehen. Das Gefühl, dass ich dem Land etwas zurückgeben kann, diese Balance zwischen Geben und Nehmen. Leute, die immer nur nehmen, nehmen, nehmen. Irgendwann wird Karma mal zu Besuch kommen. Diese unbändige Gier nach Geld, dass sie wirklich nichts teilen wollen mit dem Land, dem sie vorheucheln, es zu lieben. Es spielt keine Rolle, ob du 50 Jahre oder 5 Jahre hier im Land bist. Die Frage ist, wie du dich integriert hast. Du kannst nach 50 Jahren auf Jamaika lebend trotzdem nicht dazugehören. Wiederum kannst du auch nach 5 Jahren schon voll dazugehören. So, das war also meine persönliche Meinung. Ihr könnt mir gerne eure unten in die Kommentare schreiben, wenn ich übertreibe. Aber versetzt euch mal in die Lage, dass ihr mühevoll ein Geschäft offiziell mit allen Lizenzen betreibt und ihr müsst zusehen, wie ein anderer genau das gleiche Geschäft betreibt, nur illegal, ohne jegliche Lizenzen. Und der Staat tut nichts. Keiner tut irgendetwas dagegen. Wenn ich von Deutschen rede, meine ich natürlich nicht nur Deutsche. Es gilt natürlich auch für alle anderen Ausländer. Auch andere Nationen haben hier schwarze Schafe abgestellt. Aber allen voran die Deutschen. Wenn das Video hilfreich war, dann gebt ihm gern einen Daumen nach oben. Abonniert gern diesen Kanal kostenlos und mühelos, aber überaus hilfreich für mich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Ricarda.